Es findet eine unglaubliche Verrohung im zwischenmenschlichen Bereich statt. Man schlägt den Kopf eines anderen stundenlang gegen eine Mauer und dann sagt man, ich habe da nur Spaß gemacht. Ja, man ist gar nicht mehr bereit, andere wie kennenzulernen oder nachzufragen, was der andere wohl so meint. Man legt einfach fest, ich bin okay und du bist ein Arsch. Und so bleibt's. Und wer genug Muskelschmalz hat oder zur richtigen Gruppe gehört, der kann seine eigene Festlegung der Beziehungsverhältnisse dann auch durchsetzen. Dass jede dritte Ehe geschieden wird, dass ausländische Wohnheime von inländischen Leuten in Brand gesteckt werden, dass inländische Jugendliche von ausländischen Jugendlichen zusammengeschlagen werden, dass Tag für Tag Tausende von Kindern misshandelt werden, dass es Kriege über Kriege gibt. So, wir leben zwar nicht mehr im Kalten Krieg, aber wir leben in einer Zeit der kalten Liebe. Dabei hat Gott dem gesamten Universum nur ein einziges Gesetz gegeben. Nur ein einziges Gebot hat Gott dem ganzen Universum gegeben und das ist Liebe. Es könnte alles so einfach sein, ihr Lieben, so wie die Beatles gesungen haben, all you need is love. Und jeder wäre glücklich. Die Liebe ist kreativ, schöpferisch. Nur aus ihr erwächst Neues, Vervielfältigung. Ohne die Liebe geht alles kaputt. So wie wir es jeden Tag ganz deutlich um uns herum sehen können. Gut, okay. Hier auf dem Festival ist alles in Ordnung. Hier auf dem Festival, da fühlen wir uns getragen von einer Welle der Liebe. Aber was ist, wenn du nach Hause kommst? Was ist, wenn du in deine Schule wieder gehst? Und wenn du da der Einzige bist, der von Liebe träumt, der Einzige, der an Jesus glaubt? Wie könnten wir diese Welle der Liebe, die wir hier auf der Jesus Night erleben, wohl hinüberretten in den Alltag? Dazu müssten wir wissen, was Liebe eigentlich ist. Und wir bräuchten ein gutes Vorbild, an dem wir uns im Alltag orientieren können. Was ist also die Liebe? Alle Welt singt von der Liebe, jeder sucht sie, jeder will sie. Manchmal funktioniert sie für kurze Zeit und dann kommt doch der große Crash. Die Buchhandlungen sind voll von Büchern über Beziehungskisten, Kommunikation, gegenseitiges Verständnis und Liebe. Uns wird alles gekauft, vielleicht wird sogar alles gelesen, aber irgendwie ändert sich einfach nichts. Und es scheint fast so, als wäre das mit der Liebe doch nicht so einfach, wie es immer gesagt wird. Darum will ich dir heute Abend eine Definition von Liebe vorstellen, die du mit nach Hause nehmen kannst, die du zu Hause umsetzen kannst und die ganz einfach ist. Und diese Definition heißt, Liebe ist das Beste für den anderen oder für das andere zu suchen und dementsprechend zu handeln. Und ich will dir das kurz erklären, damit du das in handlichen Tütchen verpackt mit nach Hause nehmen kannst. So wie wir in 1. Johannes 4, Vers 8 gelesen haben, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, wenn du das nicht tust, von dem du sagst, dass du es verstanden hast, dann lügst du. Nun kann man ja sehr viel über Jesus Christus sagen und denken, und wir haben das den ganzen Nachmittag schon getan, alle, die hier auf der Bühne gewesen sind, haben von Jesus geschwärmt, von ihm gesungen, von ihm getanzt, von ihm musiziert, von ihm geredet. Man kann viel über ihn sagen, aber ich finde, wenn man sich mit seinem Leben beschäftigt und wer irgendwie etwas mit Liebe zu tun haben will, der wird an dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, nicht vorbeikommen. Was Jesus am Kreuz getan hat, das hat er aus Liebe getan. Aus Liebe nicht nur für seine Freunde, sondern auch für seine Feinde. Also für alle Menschen. Jesus ist am Kreuz für alle gestorben. Ohne, dass er gewusst hätte, ob sie das annehmen wollen. Das ist schon ziemlich krass. Das heißt, wenn du ein Jesus-Freund bist, ein Jesus-Nachfolger, einer, der von Jesus schwärmt und der irgendwie was mit Jesus am Hut hat, dann kannst du dich, dann versteck dich nicht länger, sondern geh rum und sage, hey, wenn du dir mal das Leben von Jesus anguckst, dann kannst du sehen, was Liebe ist. Dann kannst du sehen, wie einer echt korrekt in einer bösen Welt überleben kann. So ein alter Kirchenvater Augustinus, der hat dann sogar gesagt, pass auf, es gibt die eine Regel, Liebe. Und dann tu, was du willst. Liebe und dann tu, was du willst.
wenn du diese Liebesdefinition von heute Abend verinnerlicht hast und dir das praktisch bei Jesus abguckst und sie in deinem Leben umsetzt, dann und nur dann, dann brauchst du auch gar keine weiteren Hilfsmittel. Dann kannst du echt tun, was du willst, weil du von der Liebe getrieben wirst. Und alles, was du dann noch willst, ist Liebe. Wenn du also heute Abend hier bist und du steckst in irgendeiner Beziehungskiste drin und du weißt nicht mehr weiter, du steckst irgendwie fest, du willst da raus, dann schlage ich dir vor, dass du heute Abend einen Anfangspunkt setzt und sagst, ja, wenn das wirklich so ist, und du kannst es nachlesen und nachprüfen, ob das wirklich so ist, wenn das so ist, dass Jesus diese Sache mit der Liebe wirklich gut drauf hat, dann will ich von Jesus lernen zu lieben. Dann vertraue ich ihm mein Leben an, vielleicht wieder ganz neu. Und ich will den Weg der Liebe von ihm lernen. Das heißt, ich möchte dir jetzt an diesem Punkt des Festivals, an diesem Punkt des Abends, mittendrin eine Gelegenheit geben, herauszufinden, ob das überhaupt alles wahr ist, wovon hier heute Abend gesungen wird. Immer wieder sagen wir in unseren Liedern und in unseren Reden, dass Jesus real ist, dass er heute lebendig ist und dass er unser Leben rettet, befreit und in seiner Hand hält und so weiter und so weiter. Ja, wir behaupten und sind zutiefst davon überzeugt, dass Jesus dich glücklich machen will. Wir glauben daran, dass Jesus unser Glücksbringer und unser Liebescoach ist. Und wir glauben, dass das etwas mit seinem Tod am Kreuz zu tun hat. Darum will ich dir das ganz kurz vor Augen führen. Der griechische Arzt Lukas beschreibt die Kreuzigung und vielleicht machst du einfach mal, da wo du jetzt gerade stehst, die Augen zu und lässt das auf dich wirken. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und rechts und links von ihm die beiden anderen. Aber Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz verlosten die Soldaten derweil seine Kleider. Neugierig stand die Menge dabei, denn sie wollte sich nichts entgehen lassen. Und die führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus und sagten, er hat so vielen geholfen. Wenn er wirklich der von Gott gesandte Befreier ist, dann soll er sich doch jetzt selber helfen. Und auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie gaben ihm Essig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Und oben am Kreuz, da nagelten sie ein Brett an, damit jeder es lesen konnte, stand dort in den Weltsprachen Griechisch, Hebräisch und Latein, dies ist der König der Juden. Und auch einer von den beiden Verbrechern, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte und sagte, hey Mann, bist du nicht der Messias? Dann beweis es doch, hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz, der wies ihn zurecht und sagte, Mensch, fürchtest du Gott nicht einmal jetzt kurz vor dem Tod? Wir hängen hier noch zurecht, aber er hat den Tod nicht verdient. Der ist unschuldig, der hat doch gar nichts Böses getan. Und dann wendet er sich zu Jesus, dieser andere Verbrecher, und sagt, Herr, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und dann dreht sich Jesus zu ihm und sagt, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und genauso wie dieser Verbrecher bist auch du heute Abend Jesus ganz nah. Du musst nichts tun, du kannst auch gar nichts tun. Wenn du dich jetzt Jesus anschließt und sagst, ich will das einfach mal ausprobieren, wie das ist, mit Jesus zusammen zu sein, dann kann es jetzt und hier und sofort passieren, dass du Jesus in deinem Herzen spürst. Mit allem, was heute Abend passiert, bist du mit Jesus konfrontiert worden. Wir singen von Jesus, wir behaupten, dass er Gott ist und dass er dein Leben meistern kann. Und vor allem, dass er dein Leben auch meistern will. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade so los ist, aber ich weiß, was auch immer es ist, du wirst bei Jesus eine Antwort finden. Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Die Frage ist, willst du darauf eingehen? Natürlich kannst du sagen, ist mir eigentlich alles egal, was sie hier so machen. Ich genieße die Musik und dann gehe ich wieder nach Hause. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann hast du wenigstens einen super entspannten Abend gehabt. Diese beiden Verbrecher damals konnten der Konfrontation nicht so leicht ausweichen. Die mussten sich entscheiden, wie sie zu Jesus stehen wollten.
Schlechte Nachricht ist, irgendwann wird das Leben auch dich festnageln. Das ist leider so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann wirst du dich entscheiden müssen, wie du reagierst. So wie der eine Verbrecher, der Jesus verhöhnt und alles anzweifelt, oder wie der andere, der sich Jesus anvertraut und ihn bittet, sich um sein Leben zu kümmern. Ich würde dir vorschlagen, probier es gleich heute Abend aus. Hier an meiner linken Seite, an eurer rechten Seite vor der Bühne stehen Mitarbeiter, die bis jetzt noch unsichtbar waren, aber wenn sie gedacht haben, man kann sie nicht sehen, dann können sie das knicken. Und sobald sie es geknickt haben, könnt auch ihr sie sehen, denn sie haben diese wunderbaren Knick-Leuchtstäbe. Das sind alles Leute, die von sich behaupten, dass sie Jesus erlebt haben, dass sie Jesus gespürt haben, dass sie mit Jesus leben. Die haben ihr Leben Jesus anvertraut. Und die stehen da, weil sie mit dir zusammen einen Schritt wagen wollen. Wenn du zu denen gehst und sagst, okay, ich will es ausprobieren. Ich will wissen, ob an dieser Sache mit Jesus was dran ist. Dann gehst du hin, dann beten die mit dir. Ich werde da auch gleich sein. Und dann beten wir zusammen und dann gucken wir, was in deinem Herzen passiert. Das heißt, wenn du jetzt an irgendwo bist, mach dich jetzt schon auf. Ich kann natürlich leider gar nichts sehen, weil alles so dunkel ist. Aber dann mach dich einfach auf hier vorne und lass uns dort treffen. Ich komme da jetzt gleich hin, dann treffen wir uns dort und dann beten wir zusammen. Und dann probieren wir das aus, ob das mit Jesus klappt. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass es klappen wird, weil Jesus dich bedingungslos liebt. Und weil er dein Herz berühren will, weil er es erfüllen will und weil er dich glücklich sehen will. Also lass uns hier vorne zusammen beten. Und dann werden wir feiern. Du wirst eine Freude in deinem Herzen spüren, die alles andere in den Schatten stellt. Und dann werden wir zusammen hier richtig Party machen. So, jetzt bin ich am Ende und bitte die Betty. Wir treffen uns jetzt gleich hier vorne, okay?